So. Hallo, willkommen zurück zu Let's Retro Super Mario Land 3 Wario Land. Ja, im letzten Mal haben wir den Piratenschiff-Level erreicht und ich bin schön gegen den Boss gefragt, weil ich keine Ahnung mehr, wie der ging. Schön. Das probieren wir doch gleich nochmal. Oh, das war toll. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie der geht, aber passt schon, ne? So, ich brauche aber einen anderen Helm, das wäre toll. Denn so normal groß ist das... Ne, den Feuerhelm eigentlich nicht unbedingt so, ne? Was könnte ich denn nehmen? Ah, den Flughelm möchte ich auch nicht. Den kriege ich, glaube ich, hier auch gar nicht, oder? Was war denn da drin? Noch ein Feuerhelm, ja, super. Super toll! Hi! Hi! Herzen! Nehme ich mit? Noms! 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 Warum auch immer der so seltsam die Münzen da einsammelt? Ich weiß es nicht. Ah, das nehme ich doch mit. Mal sehen, vielleicht klappt es ja damit besser. Nein, was tue ich denn überhaupt hier? Ich muss doch nach da drüben. Nach da drüben, Mensch. So. Mit Hyperspeed. Ach, hier hätte es übrigens auch einen Helm gegeben. Ich bin dumm. Egal. So, ich bin auch mal gespannt, ob ich jetzt ein bisschen besser anstelle als das letzte Mal. Das war ja elegant. Naja. So, Gegner. Jetzt gibt's die Revanche. So, diesmal springe ich gleich auf deine Viecher drauf hier. Oh, und ich fail natürlich gleich nochmal. Und da habe ich meinen Controller runtergerissen. Schön. Gut, Leute, ich würde sagen, bis zum Boss. Ciao. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja, und dreimal dasselbe Level wollte ich euch jetzt nicht antun. Hallo, meine Nemesis, ne? Wie geht es dir? Du nervst jetzt langsam mal ein bisschen hier, ne? Deinen komischen Vögeln da. Es ist so nervig. Stirbst du jetzt mal? Ey, ich komme nicht auf den Gegner klar. Ich komme nicht klar. Gut, Leute. Bis gleich. Hello again und weiter geht's. Oh Gott, ist das schlimm. Ich werde auch jetzt mal diesen Gegner packen. Hallo? Er ist doch wirklich nicht so schwer. So, dich kaputt machen, dich kaputt machen. Und, oh, ich krieg den aber auch nicht. Ja, jetzt, Leute. Leckt mich. So. Hallo, ich treffe den aber auch irgendwie nicht gescheit, ne? Bin ich da wirklich so dumm? Kann mir gar nicht vorstellen. Ja, die Vögel, die kommen irgendwie nicht in meine Richtung, ne? Kann der mich überhaupt angreifen? Plonks, klonks. Ja, und natürlich treffe ich sie wieder beide. Oh, ist so dumm. So, jetzt aber hier. So, in die Fresse. Und in die Fresse. Ach, komm. Nö, da warte ich einen ab. Ah, oh, der Gegner. Nervt ein bisschen, aber egal. Passt schon. Ja, kannst du die auch mal so spawnen, dass ich sie erreichen kann. Wäre toll. Ja. Oh, ich mag so am besten, genau. Flunks! Oh Mann! Was soll das? Nein, nein, nein! Oh. Stirbst du jetzt? Danke! Gib mir die Münzen! Gib mir die fucking Münzen! Oh. Gott, dumm! Dummer Gegner, dumm! Egal. Wow, und wir sind inzwischen rasend schnell. Und ich versuche wieder mein Glück. Oh. Dirt. The night. Jetzt vielleicht rechts. Yay. Und die Münze sagt wieder den dritten Wurf raus. Kopf ist rechts. Rechts. Okay. Ja, die Münze hat wieder recht. Du heilige 1-Euro-Münze. Ich eröffne eine neue Religion. Wollt ihr weiterreden? Unsere Gottheit ist die 1-Euro-Münze. Was rede ich für einen Schwachsinn zusammen? Ich habe keine Ahnung. Gut. Haben wir also endlich den Gegner besiegt. Ja? Schön. Hat er nur 5 Minuten gedauert. Wunderbar.
Und wir haben Geld. Ganz viel Geld. Und wir werden weggeschossen. Ja, so kann man auch mal eine neue Welt betreten. Parsley Woods. Oh, das war eine böse Welt, ich erinnere mich. Die habe ich nicht so sehr gemocht. Aber vielleicht war das auch nur früher. Und jetzt ist sie ganz anders. Mal abwarten, ne? Hallo, ihr komischen Stachel. Dingensen, Bummelsen, Gedönse. Oh Gott, komm her. Komm her. Nein, ich wollte mich ja nicht festhaken. So, hallo. Hallo. Schön. Kommt da wieder... Ja, ich wusste doch, das habe ich mir schon fast geahnt, dass da wieder so ein Dings kommt. Hallo, Geist. Kommst du jetzt mal her? Und tschüss. Tollig. Da ist ein Herz, das möchte ich haben. Tschüss, Stachelkugel. Hallo, Stachelkugel. Stachelkugel, kommt mir verdächtig nahe. Ich wollte es gerade sagen. Gott. Ich werde doch nicht an einem einfachen Level sterben. Hallo, das geht doch nicht. Aber sind die Fisch... Funktionieren die wie die Buhus in Mario Land? Ich glaube schon, ne? Wenn man von... Wenn man sich denen wegdreht, dann... greifen die einen an, irgendwie, ne? Und wenn man die anschaut, dann... bleiben sie stehen. Und finde ich, ist mir doch nie vorher aufgefallen. Nö, der Mittelpunkt. Nö. 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 So, hallo, Stachelkugeln, ne? Wie geht's dir? Wo auch immer die herkommen, die ganzen Stachelkugeln. Man weiß es nicht. Ne, da warte ich mal einen ab. Da warte ich auch mal einen ab. Keine sonderliche Herausforderung, aber na gut. Ja, die funktionieren echt wie die Buhus. Finde ich interessant. Schön. Ah, mein schöner Flughelm. Oh, ich mag ihn. Er ist toll. Oh Gott. Oh, oh. Hätte ich ihn fast schon wieder verloren, vor lauter Enthusiasmus. Oh Gott, oh Gott. Die Münze ist auch für den Arsch gewesen. Schön. So, das ist eine Falle. Da fliegen wir einfach drüber und das war schnell. Schön. Und wir machen wieder unser Lieblingsgame. Ach, schön. Oh Mann. Leute. Probieren wir gleich nochmal links. Und gleich nochmal links. Schön. Einfach mal unser Geldstand geachtet. 10 Münzen. Klonk. Schön. Wunderbar. Ah, jetzt komme ich also in den nächsten Level. Ach, das sieht interessant aus. Ach, das war wieder so mit so Wagengedönsen, okay? Oh, ja. Ich renne nochmal zurück. Ich renne nochmal zurück. Ich renne nochmal zurück. Diep, 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 diep. Die Musik ist toll. Die Musik hat irgendwie Stil. Dab, 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 da, da, da. Schön. Und nicht sonderlich schwer bisher. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen schwerer. Oh Gott, Vogel. Geht aber auch immer so. So. Verdammt gefährlich, hey. So, jawohl, schön. Da ist ein Herz drin, ja. Nur von mir aus. Nehme ich halt mal mit. Da muss ich mich ducken. Und die Münze will ich haben. Ich hoffe, ich habe den Wagen nicht gebraucht. Wenn ja, habe ich es jetzt nämlich versaut. Oh Gott. Diese Vögel, ne? Was ist da drin? Ich hoffe, irgendeinen Sack. Ja. Wohl nicht so. Hallo Bombe, hallo Bombe. Hallo Bombe. Hallo Bombe. Hallo Bombe. Und tschüss. Und da ist ein großes Ausdruck. Oder passiert wieder was mit der Weltkarte?
Und ich werde groß. Yay. Da pumpt sich einfach mal das Wasser ab. Ja. Kann man machen. Kann man. Und unser Lieblingsgame. Ja, wir freuen uns alle so sehr drauf. Ja, ja, das ist das Game. Das Game hat voll Stil. Yeah, das Game ist cool. Das wird zum Kult. Yeah, yeah. So, links. Yay. Und die Münze entscheidet wieder das letzte. Kopf ist rechts. Okay, Kopf. Alles klar. Die Münze hat entschieden. Die Münze hat entschieden, Leute. Und die Münze hat wieder recht. Schön. Kein Vergleich zum letzten Mal. 10 Münzen und jetzt über 600. Schön. Ich mag das. Ja, Münze. Ich bete dich an. Dip, dip, dip. Und ich komme meinem Ziel der 10.000 immer näher. Immer näher. Da, 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 da. Da, 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 da. Und da sich jetzt die Weltkarte verändert hatte, möchte ich doch nochmal ins letzte Level spitzen. Denn ich glaube, da ist jetzt eine Schatztür aufgetaucht. Und die möchte ich doch mitnehmen, ne? Und so. Skip, dap, dip, 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 lidu. Ich könnte zwar jetzt schon zum nächsten Level, aber nö. Erstmal nochmal das Level machen, denn das hat sich nämlich, glaube ich, jetzt komplett verändert. Oh, interessante Musik. Von der ersten Stage. Schön. Dab, 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 dab. Skip, dab, die, diddle, daddle, die, du. Hey! Und tschüss. Klongs, 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 klongs. Schlüssel! Habe ich mir doch fast gedacht. So, hi! Klongs. Klongs, 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 klongs. Skip, da, die, die, ladel, die, du. Tschüss, Gegner. Oder auch nicht. Hätte mich fast erwischt, der Ekelhafte. Und das jetzt habe ich bekommen, wie auch immer, ich weiß es nicht. Oh. Wie hast du den Schlüssel überlebt, Kollege? Schlüssel, hau nicht ab von mir. Oh ja. Dip, dip, dil, dip, dip, dip. Wow, wow, wow. Unbesiegbarkeitsstern. 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 Mm. Unbesiegbarkeit. 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 Yay, yay, yay. Dap, 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 dap. So, wo kann ich denn da... Mein Gott, so viel Wege, hey. Dip, 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 dip. Das will ich nicht haben. Ist da vielleicht Netz drin? Danke, das möchte ich schon eher haben. Dann kriege ich nämlich wieder ein Leben. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Flonks, 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 flonks. So, und jetzt erstmal hier alle Münzen einsammeln, die ich hinterlassen habe. Und dann nehme ich meinen Schlüssel mit. Denn ich glaube, ich weiß, wo die Tür war. Die war auch wieder so mies versteckt. Da erinnere mich nämlich besonders dran, da habe ich nämlich lang für gebraucht. Bei meinem Privatzocken damals. Oh Gott, und das gab viel Zeug. Und da habt ihr es vielleicht auch schon gesehen. Da ist nämlich die Schatztür. Schatztür. Dip, 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 dip. Aber da war gar nicht das, was ich meinte eigentlich. Ich meinte, da war noch irgendwo in der Welt was mieser versteckt. Aber ich brauche so ein, na, wie heißt's? Wie heißt denn? Sagt mir halt. So ein Stierhelm. Das war das Wort, was ich suchte. Wow, und hier liegen echt viele Münzen rum, aber egal. Da ist ein Block, den habe ich noch nicht. Schön. Genau das, was ich suche. So, und jetzt bis zum Ende des Levels. Yay. Yay. Da ist eine Münze. Norm. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. So, da unten war es doch jetzt, oder? Ja, da war es. Schön. Und jetzt einfach, ich sagte einfach, Flonks und Schatztür auf. Schatz. Schatz haben wollen. Nen Kopf. Mit Glitteraugen. Schön. Habe ich den Schatz also auch? Das gefällt mir. Und dann können wir auch schon das Level beenden. Das heißt hier schon, also. Hat sich doch um einiges verändert, das Level, muss ich ja mal sagen, ne?
Durchaus. Ach, da hätte ich übrigens auch runtergekonnt. Schön. Blancs. Die nein. Und ihr wisst doch, was jetzt kommt, Leute. Ihr wisst es doch. Ach ja. I like it. So, meine erste Vorahnung war wieder rechts. Dann gehen wir rechts. Und die Münze darf wieder entscheiden. Kopf ist rechts. Kopf. Okay, ob das richtig ist, das bezweifle ich noch. Aber gut. Die Münze sagt. Und die Münze hat wieder recht. Ah, toll. Aber wieder 700 Münzen. Wow, das geht ja ab, Leute. Das geht wirklich ab. Und das spule ich mal kurz vor. Oder bin ich schon über 10.000? Was ist passiert? Ich habe mein Ziel erreicht. Ja! Yippie-yay, yippie-yay, yippie-yay. So. Was ist denn das für eine Musik? Yay! Coole Musik. Coole Musik ist cool. Coole Musik. Coole Musik. Coole Musik. Oh, ist die Musik klasse! Wow! Toll! Die hat Stil! Und hier wackelt so ein bisschen der Hintergrund. Sind wir... Wo sind wir? Sind wir auf dem Zug, oder was? Ja! Sind wir auf einem Zug oder sowas? Ich behalte mal den Stierhelm, der gefällt mir gerade ein bisschen. Wow, Gegner. Kommst du her? Nein, nein, nein! Ich glaube, den hätte ich mitnehmen müssen. Und das war ein bisschen doof, das gleich so am Rand wahrscheinlich mitzunehmen. Naja. Ah, die Musik. Wow. Gefällt mir. Da-da-da. Die Musik. Ist toll, die Musik. Uiuiui, da hätte ich fast den Absprung verpasst. Gegner? Tschüss, Gegner. Gegner? Tschüss, Gegner. Ah, da geht's rein. Okay. Feuerdrachen will ich nicht haben. Nö. Da geht's noch weiter. Okay. Lubli-dub, was auch immer. Oh Gott, nee, die schaffe ich leider nicht mehr. Weil ich glaube, wenn man zu weit am Rand kommt, ist man tot. Hallo, Gegner! So, diesmal ein bisschen interessanter machen. Nee, interessanter, wie heißt es? Schlauer. Nicht interessanter. Die Vogel. Die stehen aber auch, die fliegen auch echt immer so interessant, ne, die Vögel. Oh Gott. Was tue ich hier? Ich springe natürlich rein. Schöne Sache. Hallo Gegner, ne? Oh, mir gefällt die Musik hier, das muss ich ja mal echt sagen. Die schiebe ich einfach mal weiter, Gegner. Hast du nichts dagegen. Tschüss. Ein Herz, ich bräuchte langsam mal irgendwas, was mich groß macht oder so, ne? In der Wand aufgeglitscht, warum nicht? Hallo, na? Wie auch immer Mario das hochhebt. Egal. Spiellogik. Ah, das ist Ziel. Sehr gut. Und unser Lieblingsspiel folgt gleich im Anschluss an das Level. Ja. Ey, das ist Wahnsinn, was ich heute für ein Glück habe. Aber egal. Dip. Oh. Ich hätte die Sprachsteuerung nicht aktivieren sollen. Und Münze, was sagst du? Kopf ist rechts. Ups, wo ist das hingeflogen? Wo ist die Münze hingeflogen? Ah, da. Kopf. Okay, die Münze hat auch mal gefailt. Hat halt mal einen schlechten Tag, mein Gott. Entschuldigung. Das spule ich mal schnell vor. Was kommt denn jetzt? Oh, ich erinnere mich an dieses Level. Das war böse. Oh, da sind wir die lustigen Wolken, die mich abschießen wollen. Nups. Hi. Ich hätte das jetzt den Gegner voll umbringen müssen. Auf meine Hörner. Voll aufgespießt und so. Flonks.
Ach, die Musik ist toll. Ich mag die Musik in diesem Spiel echt wahr. Was? Okay. Die Wolke tötet mich. Hätte ich mir eigentlich denken können, aber... habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht. So, die Herz... die Herz nehme ich mit. Die Herz. Mhm. Ah, da werde ich groß. Schön. Hallo, Bombos. Los, Bombos. Und das war dumm. 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 Ja. Hallo, Herz. So, wo sind wir? Wir sind hier innerhalb von einem Baum. Warum ist da Wasser? Vögel? Ja, warum nicht? Danke. Dankeschön. Ja, nehme ich hin, aber... wie triggere ich die Vögel wieder? Vögel? 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 Ja, falsche Richtung leider. Und das war dumm. Da wollte ich dem Vogel hinterher. Schön. Schön. Das war dumm, aber egal. Passt schon. So, hallo, na, wie geht's dir? Oh Gott. Ich mach jetzt aber auch Blödsinn, ey. Lass mich in Ruhe, Mann. Wolke. Flungs. In your face. Wenn ihr überhaupt da ein Face hattet. Oh Gott. Uiuiui. Ja, tob dich aus, Wolke, hast schon recht. Genau. Wolken. Klongs. Blub. Feuer. Und weg. Ach, ich mag das. Einfach die Gegner aus den Screen kicken. So, jetzt hier ein bisschen mehr aufpassen. Das wäre von Vorteil. So, ja, jetzt durch. Schön. Dieb. Da oben waren Herz drin, ne? Ja, schön. Noch ein Leben. Ja, wir sind schon bei 50 angekommen. Ja. So, und dich, Vogel. Gibst mir wieder Geld, wollte ich eigentlich sagen. Du Vogel, nicht dich Vogel. Naja, meine Grammatik ist gut. Heute wieder gutes Grammatik haben, du. Hallo Vogel. Treffe ich dich? Nö. Dieb. Hallo Vogel. Diesmal treffe ich dich aber. So, gib mir Geld. Ach schön, ich mag solche Level mit den Vögeln. Die sind wirklich toll. 1, 2, 3. Flughelm. Nehme ich natürlich auch gerne. Da. Können die Vögel mich überhaupt irgendwie töten? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Egal, sie geben mir Geld. Das ist das Einzige, was ich wissen muss. Wo komme ich? Ah, Mittelpunkt. Okay. Das war dumm. Das war schlau. Noch mehr Bombis. Ja, warum nicht? Warum hat die sich jetzt nicht gerade gesprengt? Man weiß es nicht. Hallo. Na? Da geht's hinauf. Wo komm ich denn da hin? Entschuldigung, ich muss leicht husten, schon ein bisschen viel aufgenommen. Die Stimme ist schon ein bisschen strapaziert. Aber ich will ja für euch aufnehmen, ne? Damit ihr auch Folge habt. Und so. Hier war übrigens eine Schatztür, wenn ich es nicht erwähnt haben sollte. Tun. Oh Gott. Da. Da ist wieder was mich groß macht. Das finde ich toll. Kann ich damit eigentlich die... explodiert, danke. Kann ich damit die Viecher kaufen? Oh, schön. Schön. Ist ja doch nicht so unnütz, der... Feuerspei, Drachenhelm. Und vor dem Ziel ist natürlich der Schlüssel, damit ich nochmal zurück darf. Danke. Danke, Spiel.
Wie auch immer Wario das immer auf seinen Kopf balanciert, man weiß es nicht. Ich könnte das zum Beispiel nicht. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch. Und da habe ich gerade was gesehen. Das will ich doch nehmen. Auf dem Rückweg. Blong. Kann ich mit dem Feuer eigentlich die Dings aufmachen? Die. Ja, natürlich. Natürlich, das ist jetzt ein Baseball-Handschuh. Diesmal passt Baseball. Ah, noch zwei Schätze. Ha, schön. Da, 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 da. Kletter, 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 kletter. So, das Stier-Dings nehme ich mir aber noch mit. So, am besten nicht verpassen, hier die Tür noch mitzunehmen am Ende. Denn sonst fällt man in den Abgrund. Hallo, Seepferdchen. Mit Stacheln. Warum auch nicht? Kann man ruhig mal machen. So, kletter, 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 kletter. Und Mütze und Feuer. Feuer, was? Reinwerf. Eigentlich. Aber egal. Jetzt kommt wieder unser Lieblingsspiel. Links war mein erster Gedanke. Also los. Schade. Dip, 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 dip. Naja, mein Ziel habe ich eh schon erreicht. Das ist eigentlich alles egal, aber... Pff. Geld, so Münze, was sagst du? Rechts ist Kopf. Okay. Rechts. Danke, Münze. Du bist toll. Bist eine tolle Münze. So, da spule ich wie immer mal ein bisschen vor. Den einen Level schaffe ich dann vielleicht noch in diesem Part. Und dann geht's dann im nächsten Part wahrscheinlich mit dem Boss wieder los. Ja, kann ich da wieder rumfailen. Ah, das ist wieder so ein lustiges Zuglevel, ne? Das finde ich ja toll. Yay! Ich mache die Musik in diesen Level sehr. Und hier wackelt ein bisschen der Hintergrund. So ganz leicht. Hallo Gegner, dann stirbst du halt. So, mein Gott, es ist mir auch egal. So, hallo, na, wie geht's dir? Tap, 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 tap. Da-da-da, da-da-da. Die Musik ist doch... Da-da-da. Oh Gott. Ich singe schon wieder viel zu sehr mit, aber egal. Muss man einfach bei solchen alten Spielen. Die haben ja früher nicht durch Grafik geglänzt, dafür aber meistens durch schöne, einprägsame Musik. Ich sag nur Super Mario, ne? Und so. Das ist ja auch ein Super Mario Land eigentlich, aber naja. So, hallo Gegner, was machst du denn hier oben? Tschüss. Schwind sie hier. Oh, da. La 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 la. Oh Gott, hier wackelt ein bisschen zu sehr. Oh Gott, Flughelm. Na. Tot. Einfach anfliegen und dann wegschießen. Schön. La 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 la. Hallo, Boomerang-Viech, du stirbst. Das war ein bisschen gewagter Sprung, denn ich wusste gar nicht, wo ich hinspringe. Ich hinspringe, ehrlich gesagt. Hi. Tschüss. Als ob die Gegner irgendeine Chance hätten. Hallo. Da da da. Da da da. Ein großer Turm aus Blöcken. Münze, 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 Münze! Schön. Obwohl wir es eigentlich gar nicht mehr nötig haben, die Münzen, aber naja. Denn 10.000 reichen meiner Ansicht nach. Yay! Aber wo... Es wundert mich gerade. Ich mag eigentlich normal, bei so Super Mario Land oder so, keine Scrolling-Level. Aber hier finde ich sie mit am besten immer noch. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Hm, egal. Los. Und wegfeuern! Oh Gott, Hilfe, da kommt dann noch einer. Tschüssikowski, du Assi. Jetzt könnt's auch mal wieder aufhören, langsam. Scrollt mir schon ein bisschen zu lang. Gerade habe ich noch gesagt, es gefällt mir und schon... Willst mich wieder aufregen. So, tschüss. Hallo Gegner! Na!
Hallo? Nein. So wollte ich es machen. Danke. Okay. War ich jetzt ganz erstaunt, dass ich die Gänge wieder in die Hand bekommen habe. Hallo? Na! Und Tschüssikowski, das war jetzt der letzte, jawohl. Schön. Warum auch immer hier die Tür offen ist, man weiß es nicht. Und unser Lieblingsspiel noch einmal zum Schluss. Denn mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, die Zeit ist schon wieder vorbei. Heute einen langen Aufnehmmarathon hinter mir. Ah, gut, muss es auch mal wieder sein, ne? Oh, und die letzte Münze entscheidet wieder die Münze. Kopf ist rechts. Zahl. Okay. Geld. Schön. Haben wir doch nochmal Geld bekommen. Verdoppelt sogar, oder? Ja, verdoppelt. Die 10.500 Münzen. Ja, schön. Schön ist das. Ja, ihr seht schon, mit diesem Spiel am Ende, da macht man ordentlich Kohle. Ja, und wir sind im nächsten Part beim Boss. Aber das alles erst nächstes Wochenende. Denn ich würde sagen, das war Let's Play Super Mario Land 3 Mario World Land, wie auch immer das heißt, keine Ahnung, ist mir egal. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.